Wiki offline werfen. Das ist hier die linke Wikipedia-Applikation, gerade eben aktualisiert. Und obwohl wir die schon mal vorgestellt haben, noch einen zweiten Blick wert. Wiki offline ist wie die ganzen Wikipedia-Applikationen, die es so gibt, oder die meisten, halt eine Anwendung, um die Wikipedia ohne Netzverbindung lesen zu können. Der zieht sich beim ersten Start ein Abbild der aktuellen Wikipedia. Man kann sich die Sprache aussuchen. Deutschland ist um die 2 GB groß, dauert 10 Minuten oder hat hier 10 Minuten gedauert. Wir starten die Anwendung mal. Wenn wir die aufmachen, hier haben wir gerade den Artikel von Berlin drin, können wir uns ja ganz normal durchscrollen. Wir können hier natürlich auch die Querverweise anklicken. Ich mache das mal mit der Havel, zack. Springen dann zum Artikel der Havel. Sobald die Anwendung eine Netzverbindung hat, wie es bei uns gerade der Fall ist, lädt er aus dem Internet Bilder nach. Das heißt, wenn hier in so einem Artikel auch ein Bild drin auftaucht, so wie hier zum Beispiel, dann lädt er sich die im Hintergrund noch aus dem Netz. Wenn man aber komplett offline jetzt in einem Camping oder bei einem Campingurlaub in einem Land ist, in dem man sich kein Roaming gegönnt hat, dann sind viele Artikel ohne Bilder. Ich klicke mal hier eins an, weil das ist jetzt die Info, die er sich da noch rausgeholt hat. Ja, im Großen und Ganzen, wie gesagt, die Querverweise funktionieren. Wir können uns das hier durchlesen. Wir können hier hinten zurück navigieren, haben auch die Möglichkeit, und das ist wirklich ganz nett, in dem Text drinnen zu suchen. Das heißt, wenn ich jetzt mir den Berlin-Text anzeigen lasse und mal schauen will, wo da das Wort meinetwegen Bezirk vorkommt, dann kann ich hier unten auf diesen Button tippen und sagen, such mal in dem Text und sag jetzt hier Bezirk, zack. Dann sucht er dir und ich habe die Möglichkeit, hier mit diesen Hoch- und Runterpfeilen, die wir auf der linken Seite sehen, noch mich durch die einzelnen Stellen durchzuhüpfen, wo er überall das Wort Bezirk drin gefunden hat. Ansonsten, vielleicht gehen wir hier kurz mal auf die Bedienelemente ein. Haben wir hier einmal die Möglichkeit, uns den Verlauf anzuschauen oder auch zu den Artikeln zu springen, die wir uns zum späteren Lesen vorgemerkt haben. Das ist ein ganz nettes Feature. Ich kann das mal zeigen in dem Artikel drin. Ich lese mir jetzt gerade diesen Berlin-Eintrag durch und denke, oh Mann, Bezirk Treptow-Köpenick. Das will ich vielleicht später nochmal lesen. Und dann kann ich hier einfach sagen, unten auf dem Button später lesen klicken. Und der sortiert mir das dann ab in dieser Übersicht, die wir gerade gesehen haben. Und dann kann ich später nochmal drauf zurückkommen auf die ganzen Artikel, für die ich jetzt gerade keine Zeit hatte, die ich mir aber als sehenswert markiert habe. Ansonsten, wie gesagt, der Verlauf später lesen in der Nähe. Es gibt ja Wikipedia-Einträge, die haben so Geodaten mit drin und dann guckt er kurz nach, wo ist das iPhone hier gerade, alles klar, was haben wir in der Nähe, dann zeigt er uns davon die Artikel an. Hier springen wir wieder raus. Hier unten gibt es, wie gesagt, noch diesen Fall. Inhaltsverzeichnis, das ist quasi das Inhaltsverzeichnis zum aktuell angezeigten Artikel. Also auch die sind ja immer untergliedert, wenn wir jetzt hier gerade Berlin haben, in die Berliner Geschichte und in die Bevölkerungsdaten etc., dann kann man direkt hier in das Inhaltsverzeichnis gehen und sich dann darunter springen, zum Beispiel zur Mundart. Hat den großen Vorteil, dass man hier nicht so lang sich tot scrollen muss auf dem Display. Lesezeichen hinzufügen ist klar und ich tippe mal hier unten noch auf Mehr. Gucken wir uns vielleicht auch noch an. Da können wir dann die ganze Sache nämlich noch in Safari öffnen. Falls jetzt unsere Datenbank hier ein bisschen älter schon sein sollte und wir noch die neue Version uns angucken wollen, beziehungsweise haben die Möglichkeit, uns die ganze Geschichte auszudrucken. Was gibt es noch? Hier unten, die hatten wir schon. Hier haben wir noch einen Button, der uns neue Seiten aufmachen lässt. Auch das ist so ein bisschen an Safari angelehnt. Da können wir sagen, wir haben jetzt hier die eine Seite, da lesen wir gerade Berlin, aber ich mache mir nur eine zweite Seite auf und schaue mir dann die Hamburger Infos an. Und hier unten die Settings. Scroll ich mich mal runter. Font, da lassen sich etliche Optionen in Sachen Schriftart festlegen. Wie groß die Schriftart ist, was für eine Schriftart benutzt werden soll. Wir nehmen mal hier Verdana. Ein Thema, ob man das lieber etwas dunkler haben will, die Textanzeige oder lieber etwas heller. Helligkeit ist Car Margin, da kann man einstellen, der Text hier unten, wie viel Abstand der zum Rand haben soll. Kann man sich alles setzen, muss man aber nicht. Bei den fortgeschrittenen Anzeigen kann man auch sagen, geh auf mit einer leeren Seite. Das ist die Sache, über die wir gerade eben gesprochen haben. Dieser Netzwerk-Cache, der lädt dann halt im Hintergrund Bilder, speichert die auf dem iPhone. Man kann hier aber auch sagen, hey, die ganzen Bilder, die du in letzter Zeit runtergeladen hast, lösch die mal wieder. Wir wollen, ach, und hier, das macht er auch mit den Texten übrigens, wir wollen nur auf unsere Offline-Datenbank zugreifen. Aktive Sprache, da liegen die Datenbanken drin und hier läuft das so. Am Anfang, wenn man sich die Applikation installiert hat, hat man, glaube ich, 3 Tokens, sogenannte, mit der sich Datenbanken runterladen lassen, also mit der man dann sagen kann, ich will jetzt die englische Wikipedia haben. Die kann man sich dann einmal runterladen, einmal noch die deutsche, einmal vielleicht noch eine andere, aber wenn man dann mehr runterladen will, muss man hier noch einen Token nachkaufen.
Da man das ja im Grunde genommen ein einziges Mal braucht, kann man hier drauf gern verzichten, aber die Möglichkeit gibt es auf jeden Fall. Aktivierte Sprache ist klar und hier unten halt noch so ein paar Links zu den Entwicklern. Das zur Offline-Wikipedia. Praktische Ergänzung auf dem Telefon, denke ich, und eine Sache, die wir mal im Video gezeigt haben.